Dies ist eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. Wir haben hier 4 hoch x plus 2 und im zweiten Term dieser Summe steht 4 hoch x plus 2 plus 3. Also können wir hier 4 hoch x plus 2 ausklammern und zwischen Klammern bleibt 1 plus 4 hoch 3. Überprüfen wir. 4 hoch x plus 2 mal 1, das macht 4 hoch x plus 2. Und 4 hoch x plus 2 mal 4 hoch 3, das macht 4 hoch x plus 2 plus 3, also 4 hoch x plus 5. 4 hoch 3, das macht 64, plus 1 macht 65. Also diese 65, die links vom Ist-Zeichen multipliziert, setzen wir rechts rüber, wo sie teilt. Und 65 geteilt durch 65, das macht 1. Und diese 1 können wir in die Form schreiben, 4 hoch 0. Jetzt bleibt nur noch diese einfache Exponentialgleichung übrig. Potenz gleich Potenz mit derselben Basis. Und da jede Exponentialfunktion stetig und streng monoton ist, können wir hier die Exponenten gleichsetzen. In der Tat, für egal welchen gewählten y-Wert gibt es einen und einen einzigen x-Wert, dessen Bild durch die Exponentialfunktion der angegebene y-Wert ist. Also, wenn zwei y-Werte gleich sind, dann müssen auch die x-Werte gleich sein. Woraus wir also schließen, dass x plus 2 0 sein muss, also muss x minus 2 sein. Somit hat diese Exponentialgleichung eine einzige Lösung, minus 2, die wir in die Lösungsmenge hineinstecken und somit ist diese Übung schon beendet.